meine Damen und Herren, liebe Kids, herzlich willkommen beim 93. Spengler Cup in Davos. Wenn ich gefragt werde, wie ich zum Spengler Cup gekommen bin, dann geht das schon ein paar Jahre zurück. Ich habe 1998 den Speaker gemacht bei der Eishockey-WM in Zürich, im Hallenstadion. Da waren die Verantwortlichen vom HC Davos auch in der Halle und haben das Gefühl gehabt, diese Stimme hätte es gerne im Spengler Cup. Ladies and gentlemen, enjoy the game! Ich bin Georges Lüchinger. Ich bin seit 1998 der Speaker beim Spengler Cup. Ich finde, das ist ein Privileg, seit über 20 Jahren dürfen die Stimme bei dem weltbesten Clubturnier zu sein. Ich freue mich darum, auch jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr hier in Davos dabei zu sein, wenn die besten Hockeyspieler auf dem Eis performen. Mein Job ist eigentlich ganz einfach. Ich rede. Ich rede dann, wenn das Protokoll das verlangt. Das ist der Auftrag des Hallenspeakers. Ich bin nicht die grosse Show, ich bin ein Teil dieser Show. Und genau so sehe ich meinen Job auch. Gut vorbereitet sein, ernst nehmen, aufmerksam sein und probieren, um die Freude, die ich selber habe, Sport und der Arbeit überzubringen. Jedes Jahr ist eigentlich ein Teil, den ich mache, weg von der Halle. Das ist auf der Schatzalp. Das ist ein fantastischer Platz, das ist ein historischer Platz. Und ich glaube, seit ihr das jetzt macht, Event als MC, als Moderator, ist immer schön Wetter. Und da darf ich im Auftrag vom OK so kleine Talkrunden leiten. Und so gesehen ist, verbindet mich mit dem Spengler Cup wesentlich mehr als nur, in Anführungs- und Schlusszeichen, das Turnier zwischen Weihnachten und Neujahr.